Hi Andrea, schön, dass wir uns sehen. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mal mit mir dieses Interview zu führen. Wie geht es dir heute? Hallo Maike, mir geht es sehr gut. Das freut mich. Super. Das heißt, du bist ja jetzt nach einem Jahr Akademie fertig. Hast ja jetzt gesagt, jetzt siehst du alleine zu. Du hast viel erreicht. Und genau zu diesem Thema wollen wir heute mal dieses Interview führen, weil es bestimmt ultra interessant ist für die Frauen da draußen, was du überhaupt jetzt also in der Zeit mit mir zusammen erlebt hast. Wir sind ja schon länger mit der Zusammenarbeit beschäftigt. Das heißt, wir beide kennen uns sowieso schon lange. Ne? Damals, als ich noch die normale Physiotherapeutin in der Praxis war, hast du schon das Altenheim geführt, wo ich viel drin gearbeitet habe. War immer lustig mit dir. Und da sieht man mal, Wege kreuzen sich immer wieder. Und dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene zusammengekommen. Dann, als ich weggezogen bin. Genau. Genau, du hast ja alles von Anfang an mitbekommen, wie meine erste Gruppe gegründet wurde. Wie hast du das Ganze für dich damals empfunden? Wie kam es, dass wir zusammengearbeitet haben? Ja, dadurch, dass ich dich kannte, eben aus meiner beruflichen Tätigkeit, war das für mich ja fast logisch, sage ich mal, dass ich irgendwie so auf dich gestoßen bin, beziehungsweise dann gesagt habe, okay, Maike bietet jetzt was an. Die ist Physiotherapeutin, die kann das richtig. Die zeigt mir Übungen, auch die auch für meinen Rücken geeignet sind, weil ich da einfach meine Schwachstelle habe und ich wollte einfach nicht nur abnehmen, sondern eben auch meinen Körper kräftigen. Und da brauche ich einfach Übungen, ja, die geeignet sind und es letztendlich nicht schlimmer machen. Dann habe ich das eben gesehen, dass du im Internet aktiv bist und ja, das war so ausschlaggebend, war eben tatsächlich, dass du Physiotherapeutin bist, dass ich gedacht habe, das ist das Richtige. Und das Konzept war quasi auf mich zugeschnitten. Zu Hause etwas zu machen, als Mutter von zwei Kindern, nicht erst eine Tasche packen müssen, um mich aufzuraffen, in irgendein Fitnessstudio zu gehen, sondern Übungen, die ich in meinen Alltag integrieren kann, die ich jetzt und hier, während wir miteinander reden, machen kann. Die ich sage immer, bei Kombi an der Käsetheke machen kann, ohne dass es jemand mitkriegt. Und das war einfach so, was mich überzeugt hat, wo ich gedacht habe, das ist es. Du machen, das kannst du machen und das entspricht dir so, dass du es umsetzen kannst. Kombi ist übrigens ein Supermarkt bei uns in Ostfriesland mit einer wunderschönen Käsetheke. Nein, Quatsch. Also es ist genau. Also du bist ja echt von Anfang an dabei gewesen. Du warst ja eine der ersten, die in meiner ersten Facebook-Gruppe war. Die gibt es ja schon so gar nicht mehr. Und das Erste, was ich dann ja im Prinzip produziert habe für die Frau zu Hause, war ja der Mami-Vital-Kurs. Das heißt, da ging es ja noch gar nicht so sehr um das Abnehmen, sondern da ging es ja wirklich darum, warst du da schon, doch zweifache Mutter warst du da ja schon, ne? Ja, genau. Kannst du ja vielleicht mal ganz kurz dazu erzählen, wie du das empfunden hast mit Mami Vital und wie alt vielleicht zum Beispiel deine Kinder sind, wie es dir vom Körper her überhaupt geht, seitdem du die Kinder bekommen hast? Als ich mit Mami Vital angefangen habe, jetzt muss ich erstmal rechnen, also unsere Kinder sind jetzt 3,5 und 7, 3/4 und das ist jetzt ja ein gutes Jahr her. Ja. Juli 2017 kam der raus. Also können wir alle rechnen. Also dann kommt es ja nicht so drauf an. Zu diesem Da Zeitpunkt. war er gerade 2 geworden, genau. Und Ja. Das heißt, theoretisch müsste dein Körper dann ja optimal zurückgebildet worden sein. Wenn das laut dem normalen schulmedizinischen Gang ist, bist du dann ja mit durch gewesen und du hattest keine Rektusdiastase, du hattest einen ganz flachen Bauch, eine schlanke Taille und einen perfekten Beckenboden, oder? So ist es doch. genau, so war es. Super. Eigentlich brauchte ich dich gar nicht. Ja, nee, also genau das Gegenteil natürlich. Also Rückbildung gemacht, ja, aber quasi für den Keks. Das ist ja eher so ein bisschen, wir hampeln da mit unseren Kindern irgendwie rum, weil die beschäftigt werden wollen. Und was macht man dann Rückbildung heutzutage? Rektusdiastase hatte ich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nie gehört, dieses Wort. Auch nicht beim ersten Kind. Also es war mir völlig fremd. Ich war dann ganz happy, als ich dann den Test gemacht habe, wie du mir gezeigt hast, und ich da irgendwie nur zwei Finger breit reinkriegen konnte und nicht irgendwie gleich eine ganze Hand voll. Es gibt viele, also du glaubst nicht, wie viele Frauen sich bei mir melden, die sagen, da passt eine Männerfaust rein. Also es ist schon ein Gang und Gäbe, ne? Ja, habe ich ja auch in der Zeit dann so mitbekommen. Du hast ja noch Glück gehabt. Ich war glücklicherweise bei mir nie so schlimm ausgeprägt wie bei vielen anderen.
Aber das war sicherlich nicht Resultat einer Rückbildung, die ich gemacht habe, sondern vielleicht einfach das Glück, dass es bei mir nicht schlimmer war. Ja, und zwei Finger ist trotzdem auch schon zu viel. Also weil man überlegt, dass du wirklich schon so lange mit chronischen Rückenschmerzen durch die Gegend läufst und wirklich, wenn man überlegt, dass dieses Korsett hinten ja hält, also und wenn es das eben nicht machen kann, weil der Spalt vorne ist, dann ist es logisch, wenn du diesen Spalt nicht schließt, wenn du deinen Korsettmuskel nicht richtig wieder sortierst und dann diese ordentlichen Verbindungen zwischenmachst, dann wirst du deine Rückenschmerzen niemals los. So, das ist einfach so. Und wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie von einer Rektusdiastase gehört. Ich hatte noch nie von einem Korsettmuskel gehört. Und das, obwohl ich ja irgendwie seit 15 Jahren oder sowas diese Rückenprobleme habe. Und ja, hat nie einer was von erzählt, dass es da diesen Muskel gibt, den man vielleicht mal trainieren sollte, damit es einem besser geht. Ja, ja, und den Beckenboden, dass der auch damit zugehört. Also was Rücken angeht, habe ich da auch in dem Mami Vital Kurs erklärt. Also selbst der Beckenboden nimmt ja einen riesen Einfluss auch zum Beispiel auf den Rücken. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch das wurde mir in meiner Ausbildung auch nicht so wirklich präsentiert. Also das, was ich euch oder in dem Fall jetzt dir zum Beispiel beigebracht habe, das habe ich mir alles im Prinzip selber beigebracht im Nachhinein, als mein Kind auf die Welt kam. Also man darf Physiotherapeuten dann nicht mal böse sein oder Ärzten, weil es wird einfach nicht beigebracht. So, du musst dich schon, also Ärzte und Physiotherapeuten spezialisieren sich ja oft so. Und ich habe ja sowieso immer gerne alles, was mit manueller Therapie angeht und Orthopädie und sonst was. Aber auch da war das eigentlich nie Rede. Also ich weiß heute, dass ich vielen Frauen hätte besser helfen können, wenn ich das gewusst hätte, was ich heute alles weiß. So, also, ne, weißt du, ich habe dich damals auch behandelt. Ich habe es damals nicht gewusst. So, fertig. Ich hätte dir das damals ja sagen können, wenn ich das gewusst hätte, ne? So, aber das ist ja nun auch, jetzt ist es ja anders. Und dann hast du ja mit Mami Vital gearbeitet. Das war ja das Erste. Hast du da denn schon Unterschiede gespürt? Ja, klar, natürlich habe ich schon Unterschiede gespürt. Das ist, also sobald man einfach regelmäßig seine Übungen macht, und das sind ja nun mal Übungen, die man im Alltag integrieren kann, da muss ich ja noch nicht mal irgendwie eine halbe Stunde mir nehmen, sondern ich kann ja wirklich in kleinen Schritten anfangen und Sachen umsetzen in meinem Alltag. Und schon merkst du den Unterschied. Da. Ja. Jetzt haben wir beide ja im gleichen Ort gewohnt, haben uns aber trotzdem nicht gesehen. Nie gesehen, nein. Nur in dem Meeting später. Nie gesehen, nein. Ja. Jetzt haben immer viele Frauen die Bedenken, kann man überhaupt mit jemandem zusammenarbeiten, wo man nicht, also den man nicht sieht. Wie hast du das empfunden? Ich sehe dich ja. Ja, genau. Ich weiß ja auch, dass es dich gibt. Also es ist natürlich auch, es ist einfach so eine Hemmschwelle, sage ich mal, Internet, wo man denkt, wer kann denn da vielleicht alle so mitgucken oder hören oder was auch immer. Aber letztendlich, war nie ein Problem dann. Also ja, keine Probleme in dem Sinne. Ja, da meinst du jetzt die Meetings in der Akademie, glaube ich schon, ne? Ja, genau. Das genau. Ist man ja auch so sehr ja. Oft. Über Sachen spricht, wo man dann so denkt, ach, muss das jetzt irgendwie so sein? Ja, wir reden über alles. Ich antworte auch auf alles, was ihr mich fragt. Aber wir jetzt zum Beispiel beim Mami Vital Kurs, damit bist du ja angefangen und du hattest mich ja nicht als Physio wie damals in der Praxis und du hattest einen Online-Kurs bekommen mit einer Anreihung von Videos und trotzdem hast du das Empfinden gehabt, man kann online mit so einem Kurs richtig gute Ergebnisse erzielen. Total. Also ich bin dankbar, dass es das so gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist das, was mir auch entspricht. Mhm. Irgendein Workout von dir aufmachen auf meinem Rechner und los geht's. Mhm. Genau, und die theoretischen und praktischen Sachen so zum Vorarbeiten sozusagen, das hast du auch, konntest du gut umsetzen, das war gut verständlich. Ja, ja, das habe ich mir erst angeguckt, die ganzen Grundlagen. Das kann man ja dann auch so für sich zu Hause, das kommt ja auch gleich raus, wenn ich mir ein YouTube-Video runterlade, ist nichts anderes, als wenn ich mir deine Videos angucke zu Grundlagen. Und ich hoffe, dass meine Videos besser sind als die irgendwas in YouTube, weil dadurch ist das Ganze damals entstanden, weil ich wollte ja mich auch mal berieseln lassen und ich habe gemerkt, es war nur Schrott da unterwegs bei YouTube, dass ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dann muss ich das halt machen. Dann kam ja die nächste Phase, dann habt ihr, die damit ja schon gearbeitet haben, mich ja so auf diese ganzen anderen Sachen mit physiotherapeutischem Wissen, Ernährung, Leben, Lifestyle, warum kriege ich das alles so hin, warum kriegt ihr das nicht hin, da habe ich mich herangesetzt und das Body-Aktiv-System entwickelt.
Da warst du sofort dabei, das weiß ich noch. Das war noch gar nicht raus, da hattest du das schon bestellt. Wie war das jetzt für dich? Heute kann man das ja als Komplettprogramm zusammenholen. Du musstest ja, weil es das noch nicht gab, nacheinander machen. Heute empfehle ich ja immer, das gleichzeitig zu machen, weil, ja, vielleicht kannst du sagen, wie empfindest du das, mit dem Bodyaktivsystem zu arbeiten? Super. Also da sind so viele, viele Grundlagen drin, so viel Wissen drin, was mir völlig fremd war, aber wo ich so oft ein Aha-Erlebnis hatte, wenn ich da irgendwas geguckt habe. Ich dachte, okay, so funktioniert es in deinem Körper. So wirkt das, wenn du dies und das und jenes machst, beziehungsweise weglässt, ist schon total spannend. Aber hat dir das denn dein Arzt gar nicht erzählt, was ich da so erzähle? Sind Ärzte dafür da, einem diese Sachen zu sagen, die die Schulmedizin aufbauen? Die gesund machen? Nee, also es ist schon ein, also mir war das wirklich wichtig, nicht 15 Kurse zu machen, sondern es gibt einmal die Rückbildung. Ne, das ist wirklich alles, was Zustand nach Schwangerschaft sozusagen angeht, wie man so schön sagt. Und dann das Bodyaktivsystem. Du jetzt zum Beispiel mit deinen Rückenschmerzen, war ja auch noch so ein Thema, können wir beide zusammenarbeiten? Da habe ich gesagt, natürlich können wir das. Und das heißt, da geht es jetzt ja zum Beispiel nicht nur um Ernährung, nicht nur um frische Luft oder irgendwie sowas, sondern es geht ja auch wirklich in diesen physiotherapeutischen Bereich. Da bist du ja schon sehr lange in Behandlung. Hat dich das trotzdem nochmal weitergebracht? Ja, sicher, natürlich. Ja, weil ich einfach für mich auch nochmal Hintergründe anders zusammengeordnet habe. Also jetzt ohne, dass ich irgendwie meinen Physiotherapeuten schlecht machen möchte oder meinen Hausarzt, wo ich ja nie hingehe, weil ich bin einfach auch kein Hausarzttyp. Ich versuche das ja immer irgendwie für mich alternativ alles zu regeln. Aber es bleibt ja einfach auch nicht die Zeit, sag ich mal, wenn man in der normalen Behandlung ist, um da so intensiv irgendwelche Hintergründe zu erklären. Klären oder sich zu erschließen. Auch immer versuchen, aber das hier ist ja so ein Kurs, ist ja einfach nochmal ein ganz anderes Rüstzeug, was man da an die Hand bekommt, was man sich immer und immer wieder ja auch angucken kann, um Sachen für sich klar zu kriegen, erklärt zu bekommen, im Kopf klar zu kriegen. Ach so, funktioniert das? Okay, dann mache ich mal dies, damit das nicht mehr passiert und damit ich das ausschalten kann. Was zum Beispiel auch entscheidend ist, ganz normal für den Kopf, du bist ja angefangen mit so einem Kurs und hattest ja zum Beispiel noch, ich sag mal übertrieben, gar kein Wissen, also fängst ja neu an und dann kann dein Gehirn nur eine gewisse Menge aufnehmen. Wenn du dann später schlauer bist und das Ganze nochmal guckst, dann kann dein Gehirn, dann denkst du, das hat die doch damals nicht dazu gesagt, weil du warst gar nicht fähig dazu, das aufzunehmen. Das finde ich zum Beispiel an diesen Online-Kursen total super. Weil du jedes Mal, du kannst ihn im Prinzip sechsmal gucken und du hörst, hast das Gefühl, du hörst immer wieder neue Sachen. Also das war auch das, was mir so in den Meetings aufgefallen ist, beziehungsweise dann, wenn du immer noch mal ein Video auch hinterhergeschoben hast und gesagt hast, okay. Das hast du, glaube ich, schon mal gehört, aber das hast du irgendwie völlig verdrängt gehabt. Ja. Tatsächlich so. Also es ist so viel Input, was man bekommt durch deine Kurse. Man kann nicht alles auf einmal aufnehmen und umsetzen. Das ist, aber man muss einfach für sich, oder das, so habe ich es gemacht, für mich so das rausfiltern, was in dem Moment völlig entscheidend war. Und das habe ich dann umgesetzt und dann habe ich peu à peu einfach noch hinterher. Genau, du hattest ja schon gute Ergebnisse, bevor die Akademie überhaupt gegründet wurde. Wie ich kann mich noch erinnern, ich habe im Oktober 2017 Bodyaktivsystem rausgebracht und dann haben wir November und Dezember, warst du von den wenigen eine, die dieses 8 Wochen Programm mit mir gemacht haben, diese Challenge. Genau. Und das heißt, das waren ja so die ersten Kontakte, wo wir wirklich so wie jetzt diese Coachings gehalten haben. Und ich kann mich noch erinnern, dass sich da schon eine ganze Ecke für dich verändert hat. Von Woche zu Woche, ne, dass du da wirklich die Sachen umgesetzt hast. Dein Mann hat ja, das muss man ja auch dazu sagen, bei dir hat dein Mann ja auch echt schön mitgezogen, ne? Ist ja auch nicht überall so. Genau, wir haben das schon zu zweit gemacht. Ja, haben wir auch beide von profitiert am Ende, ne? So ist es. Ja. Jeder profitiert ja auch davon, wenn der andere sich verändert mit, ne? Nicht, dass der eine zum Beispiel immer mehr wird und der eine holt das auf, was der andere abnimmt oder so. Das wäre ja auch nicht gut. Dann hätte ich jetzt ein Pummelchen zu Hause. Ja, bei dir, ja, das stimmt allerdings. Genau, wie war so für dich diese 8 Wochen Challenge damals vor Weihnachten? Das war gut. Das hat mich also unterstützt, sag ich mal, in dieser schweren Zeit, die man so vor Weihnachten hat.
Weihnachtsmarkt und Feiern und überall noch und nöcher Angebote, was man alles doch gerne essen soll, weil es so lecker ist. Und da schon mal so einen konträren Input von dir zu kriegen, das war schon viel wert. Ja, also ich habe wirklich gemerkt, da hat sich schon bei dir unglaublich viel getan. Und es geht ja gar nicht so oft darum, sofort von jetzt auf gleich clean zu essen und nur noch draußen in der frischen Luft am besten zu schlafen und jede Nacht 10 Stunden zu schlafen. Und es geht ja gar nicht darum, alles sofort umzusetzen, sondern man hat ja wirklich gemerkt, dass du mit den Informationen von mir sehr gut arbeiten konntest und dadurch natürlich zu jeder Woche, wo wir uns wieder getroffen haben, auch so viele umsetzen konnte, so viele Sachen, ne? Also es war so ein Weg tatsächlich für mich. Ich konnte jetzt nicht so von null auf gleich alles umsetzen und es ging sofort, ich sag mal, in die Vollen und ich habe Gewicht verloren, sondern das war echt so ein Prozess, den ich hatte, so nach und nach alle Bausteine umsetzen, um dann irgendwann so vom Kopf her so weit zu sein, zu sagen, und jetzt bin ich mit allem, was ich weiß, auch so, dass ich voll loslegen kann. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, dass ich meine, dass es da schon besser wurde mit deinem Rücken zu der Zeit, ne? Dass wir da schon, ja, weil du hast ja echt richtig Probleme gehabt. Ich kann mich erinnern, dass du manchmal kaum sitzen, stehen und sonst was konntest, weil dir dein Rücken so doll weh getan hat, ne? Ja, genau. Ja. Das ist so. Das habe ich aber jetzt nicht mehr. Ja, das ist gut. Das müssen wir auch wieder sehen, dass alles wieder gut passt. Ne? Wir hatten es ja drüber, dass du jetzt deinen Alltag ein bisschen umgestalten musstest und jetzt muss das Training schnell wieder rein. Beziehungsweise in den Alltag integriert, dann ist es ja auch da. Das ist ja der nächste Punkt. Wenn man mal nicht dazu kommt, integriert man halt einfach noch mehr in den Alltag. Zack, bist du unterm Strich ja wieder am gleichen Punkt. Ne? Das geht ja super. Das ist das, was tatsächlich immer geht. Ne? Diese Übungen, die im Alltag einfach so mitlaufen. Ja. Zeit hat für irgendwas, weil gerade irgendwas nicht passt, aber das geht halt trotzdem. Ja, super. Okay, dann kam ja der 1.1.2018. Ich habe ja schon vorher angekündigt, das mit den 8-Wochen-Challenges mit euch allen, das war ja so genial. Da habe ich dann ja die Akademie gegründet und du warst ja auch mit das erste Mitglied. Du warst ja in der ersten Runde dabei, da sind wir ja angefangen. Erstmal mit Zielsetzung und also wir haben ja praktisch im Kopf angefangen, ne? Weil mir ja irgendwann klar wurde, ich sage ja immer so schön, es hat noch nie, wenn man Ziele erreichen will, der Arsch oder der Bauch aufgehört und aufgegeben, sondern es hat immer der Kopf aufgegeben. Und das heißt, wir sind ja nochmal wieder im Prinzip von vorne angefangen. Das habe ich ja auch im Bodyaktiv-System eigentlich schon erklärt, wie das Ganze geht. Und dann haben wir das praktisch alles von der Pike auf ja zusammen durchgeführt. Und du warst erst ein halbes Jahr und dann hast du, glaube ich, verlängert auf ein Jahr. So kann ich mich noch erinnern. Kannst du mal erzählen, was hast du dir denn damals vorgenommen als erstes für das erste halbe Jahr und wie ist das dann gelaufen? Für mein erstes halbes Jahr, ja. Ich hatte das Ziel, wir sind am 27.06. in Urlaub gefahren und ich wollte im Bikini am Strand liegen. Mhm, das weiß ich noch. Nicht im Bikini am Strand liegen und alle Brettringe quellen oben drüber. Das wollte ich nicht, ich wollte da anders liegen und das war mein Ziel. Und für dieses Ziel musste ich 25 Kilo abnehmen. Mhm. Und das habe ich mir dann runtergebrochen. Dann wusste ich genau, was meine Wochenaufgabe ist und das habe ich dann eiskalt durchgezogen. Mhm. So und jetzt ist es ja so, dass ein halbes Jahr ja auch nicht so wie irgendwie eine Woche, die man vorweg planen kann, immer nur glatt läuft, sondern ich kann mich auch erinnern, ich glaube, deine Schwester hat geheiratet oder irgendwie, du hattest ja auch Geburtstage, Hochzeiten und so weiter. Ja. Und oft ist das so, das sind so Knackpunkte, wo dann wieder aufgehört wird, weil dann die Waage vielleicht kurz was anderes anzeigt. Wie hast du so diese Phasen empfohlen? Also dass mir, ich sage ja immer oft, bleibt gleich ein Jahr in der Akademie, dann hat man so alle Phasen einmal durchlebt und ich kann immer genau zeigen, wie geht man mit welcher Situation am besten um. Wie war das so für dich? Das waren so Auszeiten, die ich mir bewusst auch dann genommen habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so, dieses Wochenende oder diese Woche Urlaub oder was auch immer, was da so alles war, da nehme ich es nicht zu 100%. Da ist dann auch vielleicht mal irgendwas bei mir auf dem Speiseplan, was eigentlich nicht dahin gehört und was mir nicht gut tut. Und ja, anschließend ist die Waage auch wieder ein Kilo mehr. Aber dann gehe ich wieder in die Vollen und mache wieder weiter. Und dieses mal nicht genau hingucken, ist es dann so, wie du dann vor unserer Zeit gelebt hättest? Oder hast du schon gemerkt, dass das Sachen in deinem Kopf so gefestigt sind, wo du dann gar nicht mehr nachdenken musstest? Also das es sind ganz viele Sachen, die so bei mir im Alltag mittlerweile integriert sind,
die ich selbst zu Feierlichkeiten oder jetzt zu Weihnachten oder im Urlaub oder wann auch immer nicht alle wieder fallen lasse und sage, oh, okay, und jetzt aber mal wieder genauso wie es früher war. Auch einfach merke, dass es meinem Körper nicht ansatzweise gut tut. Auch so dabei. Also, dass auf der Kilo, auf der Waage wieder mehr Kilos sind, ist das eine. Aber es tut meinem Körper einfach ja auch gar nicht gut. Das merke ich ja. Und wäre ich ja dumm, wenn ich es wieder sein lassen würde. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, wenn ich damals in Urlaub gefahren bin, wo ich das auch alles noch nicht wusste, dann war das nicht nur mit einem Kilo nach Hause mehr kommen, da braucht es ja fast für die Kilos einen Koffer, ne? Einen extra Koffer. Und das war jetzt zum Beispiel, wir haben ja jetzt gerade Januar und ich weiß, bei dieser Silvesterparty, obwohl ich mitten in der Challenge war, da habe ich dann 400 Gramm zugenommen. Also in dieser Nacht von Silvester, weil dann auch spät gegessen wurde und so. Da habe ich auf einer Seite gedacht, Mist, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich habe auch noch nie vor dieser Zeit so wenig zugenommen, glaube ich, in so einer Nacht. Sondern ich konnte echt mit 4 Kilo mehr nach Hause kommen, wenn ich irgendwo im Urlaub war oder irgendwie sowas. Ne? Wenn das dann nicht so ist, passt schon. Ne? Passt schon, genau. Ja, genau, also das finde ich, hast du damals wirklich toll gemacht und das war ja auch, ich kann mich dann noch an die Meetings auch so erinnern, wo du dann dabei warst und wo du das dann erzählt hast oder dann auch zum Beispiel in der geheimen Facebook-Gruppe geschrieben hast, so dieses, ne, das war jetzt irgendwie so, das ist jetzt doof, aber du hast ja du, durch diese Mindset-Geschichte, dadurch, dass du ja echt von der Pike auf das dann gelernt hast, wie man damit umgeht, dass du sehr schnell wieder so in dein Ding reingekommen bist, ne? Ja, das war, weil für mich das Ziel auch so klar war. Einfach Kopfsache ist völlig entscheidend. Kopf nicht klar ist und wenn ich mir mein Ziel nicht immer wieder vor Augen halte und wenn ich mich da nicht auch stärke, dann schaffe ich es nicht. Mein Kopf ganz klar programmiert habe und sage, das ist mein Ziel und das ist schillig, welche Feierlichkeiten da kommen. Am 27.06.2018 will ich mit 25 Kilo weniger in den Urlaub fahren, dann ist das so. Und wann hattest du die 25 Kilo weg? Eher. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Ende Mai oder sowas schon, ne? Ich meine auch, dass du einen Monat schon. Auf jeden Fall eher. Ja. Und das, ja, trotz dieser ganzen Lücken, die da so waren. Was ich zum Beispiel auch ganz entscheidend oder ganz interessant fand, du hattest dieses Ziel so vor Augen, dass dich nichts davon abgebracht hat. Als du dieses Ziel erreicht hast, hast du dir ja kein neues gesteckt im Prinzip. Nicht so. Also du hast dieses Ziel erreicht und in diesem Juni-Monat, da ging es wirklich eigentlich nur noch ums Halten. Ne? Also ich fand das sehr interessant, was das eigene Mindset damit macht. Du hast ja nicht gesagt, ach komm, dann mache ich jetzt noch 5 Kilo oder noch 3 Kilo, sondern die Psyche hat wirklich ihr Ziel erreicht und deswegen daran sieht man, wie wichtig Zielsetzungen am Ende eigentlich sind. Ne? Ich weiß euch noch, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich sau gefreut, als du mir auf Messenger bei Facebook dein Bikini-Bild geschickt hast. Da hast du dich so auf der Liege gefilmt oder fotografiert, wo ich so dachte, alter Schwede, was habe ich für eine geile Arbeit eigentlich, ne? So dieses, wir arbeiten zusammen, mittlerweile war es dann ja ein Jahr, weil im Juni habe ich meine erste Facebook-Gruppe aufgemacht. Das heißt, seitdem kriegst du die ganzen Sachen mit, die ich so umsetze, die ich mit den Frauen umsetze. Das heißt, das war für dich auch ein Jahr Prozess. Aber was in dem Jahr eigentlich sich verändert, ich weiß ja auch, ich meine, du sahst ja nie irgendwie schlimm aus oder sonst was, aber seitdem ich dich kenne, ging es ja eigentlich darum, du hättest ja immer gerne abgenommen. So wie ich das eigentlich noch im Kopf habe. Ne? Und wir kennen uns viele Jahre. Ich war keine Ahnung, ich bin ganz schön jung ins Johanneshus gekommen. Du warst ganz schön. Und 19, glaube ich. Das ist schon 3 Jahre her. Das ist jetzt 2 Jahre her. Genau, also 20 Jahre ist das. Kennen wir uns 20 Jahre? Das ist ja unglaublich, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es muss wohl. Ach, Andrea, wir kennen uns 20 Jahre. Da sind wir fast kurz vor der Silberhochzeit. Ja. Gut, also das heißt jetzt, das letzte Jahr haben wir da ein bisschen intensiver und anders zusammengearbeitet. Wir hatten ein anderes Aufgabengebiet, wir beide. Und es ist ja schon, dass man wirklich sagen kann, so, jetzt macht man es wirklich und jetzt setzt man es wirklich um. Oh, du hast Besuch da unten. Schön. Ich habe Besuch gekriegt. Wir sind Imbitter, ne? Ja, genau. Und wenn du jetzt noch mal so genau noch mal überlegst, so dieses ganze Jahr, was waren denn jetzt für dich so die entscheidenden Momente dabei? Was hat sich am meisten verändert für dich? Wie geht es für dich jetzt überhaupt weiter? Und was kannst du so abschließend über meine Arbeit noch so sagen,
du kennst mich ja nun auch schon aus einer ganz anderen Sicht von vorher und so weiter. Wäre nochmal interessant für die Frauen, die sich vielleicht noch nicht getraut haben, sich zu melden. Traut euch! Traut euch ruhig! Maike gibt es tatsächlich in Fleisch und Blut. Ich habe sehr von deiner Arbeit profitiert, das muss ich einfach so sagen. Du hast mich da unterstützt, immer an diesen Punkten, wo man dann auch mal wieder schwach wird. Deine Videos sind da sehr, sehr aufbauend immer gewesen. Man konnte mit Fragen auch kommen, die wurden dann auch mal beantwortet über Messenger oder welche Wege auch immer, eben die Meetings. Und das ist schon auch entscheidend. Also dieses jemanden an der Seite haben, der fundiertes Fachwissen hat, das ist schon wirklich, also hat mir sehr, sehr geholfen, so muss ich es ja sagen. Ich kann ja immer nur für mich sprechen, aber ich kann es einfach empfehlen jedem, der jetzt irgendwie versucht, sich auf den Weg zu machen. Es ist schon wirklich gut und wichtig, da Menschen an seiner Seite zu haben, die einem auch immer noch mal wieder Input geben und sagen, so, und bleib am Ball und fokussiere deinen Kopf und mach es und lass dich nicht vom Weg abbringen. Mhm. Hat mir sehr geholfen. Super. Dann ist eine ganz häufige Frage, die mich erreicht, kann ich nicht erstmal nur mit Mami Vital anfangen? Wie hast du das jetzt im Nachhinein empfunden? Du hast ja dann so schnell wie es geht mit beiden gleichzeitig gearbeitet. Lohnt es sich, mit dem Komplettprogramm direkt zu starten? Ja, ich bin jetzt getrennt gestartet, von daher ist es gerade etwas schwierig für mich zu beantworten. Ich persönlich würde nicht nur mit einem starten wollen. Das war mir zu wenig, weil ich einfach auch gemerkt habe, es baut aufeinander auf und ich wollte einfach auch mehr als nur, in Anführungsstrichen, eine Rückbildung. Von daher würde ich es aus meiner Sicht ganz klar empfehlen, nehmt alles, was ihr kriegen könnt, weil es einfach auch zusammen noch mehr und intensiver wirkt. Ein Baustein hat des Ganzen. Genau, also das Entscheidende ist ja auch, also der Mami Vital Kurs, der bringt die Rückbildung, der sorgt dafür, dass der Korsettmuskel fest wird, der Beckenboden. Aber natürlich, die das nacheinander machen, die sind natürlich oft dann sehr unglücklich, wenn man natürlich diese Körperversorgung nicht so hat, wie man gerne hätte, dann hat man natürlich vielleicht hinterher mit dem Hängebauch oder sonst was zu tun. Und ich kann mich noch an deine Bikini-Bilder erinnern, wo man ja sagen muss, 25 Kilo oder jetzt mittlerweile ja 27 Kilo, ist ja auch jetzt nichts Kleines mehr. Du hast ja wirklich einen richtig schönen Bauch auch bekommen. Es ist ja jetzt nicht, dass du jetzt noch da irgendwie so einen Lappen hängen hast oder so wie viele bei einer Kaffeekippen-Diät. Das haben wir noch gar nicht so drüber geredet. 25 Kilo ist schon was. Wie findest du denn deinen Körper heute? Gut. Also ich bin keine Mitte 20 mehr, da müssen wir ja auch nicht um heißen Brei rumreden, aber ich denke, also bin gut zufrieden, ganz klar. Also dafür, dass du auch mal von so weit oben runter gingst, also du siehst dich ja öfter nackt als ich. Hast du das so mit irgendwelchen Stellen, wo man sieht, dass du mal viel mehr gehabt hast oder sowas? Also für mich gefühlt nicht, nee. Ich bin wirklich gut zufrieden, so wie es ist. Das ja. Also da habe ich schon ganz, ganz andere Bilder irgendwo von Menschen gesehen, die dann überall ihre Hautfetzen hatten und das musste ja irgendwie dann, lassen die sich operieren, weil das alles überhängt und was weiß ich nicht alles. Mhm. Habe ich tatsächlich nicht. Ja. Und das sieht man eben, das ist dieser größte Effekt, deswegen war mir Bodyaktiv-System zusätzlich auch so wichtig, weil eine Frau, die jetzt einfach Rückbildung macht und immer noch eine schlechte Körperhaltung hat, die wichtigsten Muskeln nicht trainiert oder gar nicht weiß, wie man die im Alltag so anspricht, wie man seine Ernährung so bringt oder sein Leben so einsetzt, dass der Körper so versorgt ist, dass er auch alles wieder, das auch zurückbildet, dass du wirklich eine schöne Haut hast. Und was weiß ich, wir wollen alle schöne Möpse, wir wollen alle schöne Arme, keiner will hier so, hier, ne, Nick braucht gar nichts wackeln, du willst einen schönen Arsch haben, schöne Beine und das kannst du ja wirklich mit Kleinigkeiten machen. Und wenn ich das den Frauen immer sage, dann denken die, glaube ich, oft, ja, ne, Maike, die will ja nur, ne, aber im Endeffekt kannst du das bestätigen, dass dadurch, dass man beides zusammen macht, dass genau diese Sachen eintreten. Ja, das ist tatsächlich ja. So. Ja. Die nächste Frage, die mich auch ständig erreicht, Maike, kann ich nicht einfach nur die Online-Kurse machen? Eigentlich brauche ich die Akademie nicht. Zum Beispiel ist mir zu teuer, ist dauernd, ich habe keine Zeit oder sonstige Sachen. Lohnt sich die Akademie zusätzlich? Also die Frauen arbeiten ja eh mit dem Komplettprogramm. Lohnt es sich, in die Akademie zu kommen? Ja, das lohnt sich.
Es lohnt sich tatsächlich, einfach weil man den Austausch auch noch mal hat. Und man wird in diesen Momenten, die jeder hat, wo er mal schwach wird und wo er keinen Bock mehr hat und alles hinschmeißen will oder wo von außen irgendwelche Einflüsse sind, die einen versuchen, vom Weg abzubringen, die hat man. Die habe ich auch gehabt und habe die auch noch und die wirst du haben und gehabt haben. Aber wenn man dann den Austausch in der Gruppe hat und da nochmal wieder auf die Spur gebracht wird, ist das total entscheidend in meinen Augen. Ja, das ist ja auch die Kombination. Auf der einen Seite hast du da täglich Kontakt mit mir übers Schreiben schon in der Gruppe, notfalls, wenn es zu intim wird, im Messenger. Und ich mag auch diesen Kontakt. Also ich zum Beispiel selber habe mir mal im Businessbereich eine Online-Schule eigentlich gekauft, also einen Beitritt. Und ich habe diesen Menschen nie gesehen. Also den Menschen, der das angeboten hat, habe ich nie gesehen. Heute habe ich einen anderen Mentor, mit dem kann ich auch privat, also kann ich mich wirklich unterhalten. Und das war für mich ganz klar, genau so will ich das auch. Ich will wirklich für die Frauen da sein. Und ist es lohnenswert, genau wegen diesem Kontakt, sagst du auch? Absolut, absolut. Ja. Also auch der Austausch auch in der Gruppe einfach. Genau. Also da einfach auch mal zu sehen, Mensch, die hat gerade das Problem und das löst die so. Und dann kommt da nochmal ein Rezeptvorschlag und dann kommt da, oh, mir geht's gerade scheiße und was soll ich jetzt machen? Und alleine dieses, dass man auch andere wieder stützen kann, selber aber ja auch wieder weiterzukommen, zu denken, okay, mach jetzt aber auch weiter, genau an diesem Punkt. So. Und total entscheidend. Also würde ich nicht missen wollen. Nee. Also das ist sowieso, das darf man nicht unterschätzen, was dein Umfeld ausmacht. Also wenn du ein Scheißumfeld hast, dann hast du auch Scheiße im Kopf. Weil die sagen was und ich weiß nicht, was du an Gegenwind bekommen hast, weil du hast dich verändert. Und ich denke mal, dass so wie du gelebt hast, nicht alle gesagt haben, Andrea, das ist bombastisch. Und dass es gut war, dass du in der Akademie ein sowas von positives Umfeld hattest, das dich ja auch immer wieder gestützt hat. Weil es ist ja nicht nur ich, sondern ihr seid es ja alle zusammen. Und ich kenne ja jeden, der da reinkommt. Ich lasse da ja auch nicht irgendwie so eine Flitzpiepe oder sowas rein, sondern es sollen schon. Also ich lasse wirklich nicht jeden da rein. Also es geht mir nicht darum, da jetzt irgendwie dann einen Haufen Frauen zu kriegen, sondern es soll schon passen. Und das fand ich immer genial. Manchmal hast, was weiß ich, wenn du eine Frage reingestellt hast und ich war jetzt gerade unterwegs mit meinen Kindern auf dem Spielplatz und bevor ich antworten konnte, hast du ja schon geniale Antworten bekommen von den anderen Frauen. Genau, also der Austausch ist echt nicht zu verkennen. Das ist schon extrem wichtig. Und ich denke, man merkt ja auch so, wer sich da intensiv einbringt, der hat einfach auch die intensivsten Ergebnisse. Das stimmt. Ja. Genau. Meistens ist das, wenn ich sehe, das ist ja auch, ich lasse ja nicht einfach irgendjemanden da irgendwo lang schwimmen. Wenn ich sehe, Mensch, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen in der Akademie, dann hake ich ja schon hinten rum über Messenger schon mal nach, Andrea oder wer auch immer, was ist da los bei dir? Weil Abtauchen ist immer das Schlimmste, was es gibt, weil dann kann ich nicht mehr helfen. Also dann, wenn dann, ne, dann, aber meistens kommt das dann, wenn ich schon wieder nachhake, dann kommt auch wieder Kontakt rein. Mir braucht keiner was beweisen. Ich kenne das von meinem Leben, dass man immer wieder zurückfällt. Ich sage ja immer, halt, dann macht man halt einen Schritt zurück und das ist halt der Anlauf für den nächsten Sprung. Und das war ja im Prinzip so, wie du es eigentlich auch das ganze Jahr über so durchgezogen hast. Einfach so, man darf sich da nicht unterkriegen lassen. Es gibt immer diese Momente, wo man zurückfällt. Das ist, glaube ich, unser Leben einfach. Aber man darf sich davon nicht vom Weg abbringen lassen. Ich denke, das ist das ganz Entscheidende. Genau, und dann jemand noch zu haben, ne? Maike kann streicheln und Arschtritte geben, ne? Genau. Ja, das ist so. Genau, ich schmier immer nur Honig ums Maul, ne? Ja. Nicht immer, ne? Genau, also das ist. Bleiben. Was denn? Ich nicht unterschreiben. Nee, ich auch nicht. Aus dem Maul spielst. Nee, ich denke, das ist eine. Manchmal, ich denke schon, dass das eine Sache ist, die ich recht gut erkenne: dieses, was braucht derjenige jetzt? Ein bisschen vorsichtige Aufbauworte oder auch mal so, Baby. Also, entweder kriegst du jetzt mal wieder einen Arsch hoch oder du fliegst hier so, also fällst so ein Stück zurück, das wird dich tierisch ärgern hinterher, ne? Genau. Wobei ich das bei dir eigentlich gar nicht so viel musste. Ich brauchte dich eigentlich oft nur darauf ansprechen. Wo bist du? Dann, oh, stimmt, weiter. War bei mir auch eigentlich nie so das Problem, dass ich dann von meinem Weg abgekommen war, sondern eher so, dass ich aus Zeitmangel nicht mehr aktiv war. Weil das ist immer das, was bei mir einfach, Ja. dass es dann so runterfiel. So Facebook, okay, eine Seite.
ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich habe gerade nicht die Zeit, mich in der Gruppe auszutauschen. Die müssen gerade ohne mich klarkommen. Das ist auch kein Problem. Also das habe ich auch immer gesagt, das soll nie in Stress ausarten. Aber es ist halt ein guter Punkt, wo man dann immer mal wieder auch sich dann orientieren kann. Und wenn du wusstest, dann und dann sind die Meetings, dann sind das ja einfach nur fixe Punkte. Dann gehst halt kurz in die Gruppe, klickst dann den Link an und schon bist du ja so, wie wir das jetzt machen, in dem Meeting drin. Ne? Genau. Das ist ja ganz einfach. Also das konnte sogar oder kann sogar ich, die völlig technisch unversiert ist. Gut, okay. Das heißt, ich denke, dass du dadurch, dass ich dir da ein paar Fragen stellen konnte und dadurch, dass du es einfach mal so erzählt hast, dass du vielen Frauen geholfen hast. Ich merke das immer sehr, dass viele schon lange die Videos gucken oder schon lange mich verfolgen, aber dann sagen so, und jetzt ist der Punkt, dass ich dich doch mal anschreibe. Und das zeigt mir, dass immer noch ganz viele Frauen da sitzen und sich diesen Schritt nicht trauen. Vielleicht auch, weil es online, genau wie du gerade sagtest, wir Mütter sind ja nun nicht alle jetzt gerade, dass wir alle PC-Profis sind, freuen uns, wenn wir da am Handy irgendwie gerade ein YouTube-Video aufmachen können. Also das finde ich super gut. Ich denke, da hast du vielen auch einfach die Angst genommen. Vielleicht noch zu dem, wo wir gerade dazu kamen. Wie technisch talentiert muss man sein, um diese Erfolge überhaupt alles nutzen zu können, das Wissen? Null. Okay. Technisch völlig unversiert, aber sowas von. Okay. Aber das, also selbst das habe ich hingekriegt. Man muss sich halt auf Facebook anmelden können und dann muss man auf Zoom klicken. Und dann, das war's. Nein, das musst du nicht können, weil ich weiß, dass viele Mütter das einfach von dem Sohn machen lassen, weil die können das oft schon. Ja, das könnte auch passieren, aber man muss nichts, nein, nichts können. Gut, okay. Das ist richtig gut. Also richtig toll, dass du diese Fragen beantwortet hast. Da sind wir nämlich so die meisten Fragen durchgegangen. Hast du schon mal wieder Rektusdiastasen-Test gemacht? Mhm. Wie sieht's aus? Komm gerade noch so mit dem Finger rein. Perfekt. Ohre. Ja, aber schmaler geht nicht. Also ich habe ja auch diesen, weil du fühlst ja, wie die geraden Bauchmuskeln liegen. Man sollte auf jeden Fall auf 1,5 Finger kommen. Ein Finger ist natürlich besser. Und das haben auch schon Frauen geschafft, die diese männergroße Faustbreiten Spalt hatten, so rum. Und das kann man auf jeden Fall schaffen. Also ich bin guter Dinge. Solltest du mal merken, dass dein Kopf nicht so will, wie du das möchtest, dann kannst du dich jederzeit wieder bei mir melden. Also ich nehme dich gerne wieder mit auf, aber ich finde es richtig geil, was du in dem Jahr Akademie und schon davor gerissen hast. Ich denke, wir bleiben in Kontakt, auch wenn wir jetzt 700 Kilometer dazwischen haben. Ja, das war vorher auch nicht anders. Das stimmt. Wobei, dazwischen war. Ja, das stimmt. Wobei Facebook und Instagram, da kannst du ja immer noch alles mitkriegen. Ne? Genau, so ist es. Von mir kriegt man ja immer alles mit, wenn man möchte. Ja, genau. Okay, gut, dann würde ich sagen, ist das super gut. Und wenn nochmal die Frauen Fragen haben zu deinem Thema, dann werde ich dich einfach nochmal anschreiben. Und vielleicht können wir da noch mal was nachschieben. Also für die, die zuschauen, wenn noch irgendwas Interessantes, was wir vielleicht in diesem Interview nicht besprochen haben oder nur angekitzelt haben, dann könnt ihr ja noch mal unter die Kommentare schreiben, was noch so interessant ist. Ne? Aber ich denke, das war schon richtig genial, was du da an deinem Wissen und an deinen Erfahrungen weitergegeben hast. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns bestimmt in der nächsten Zeit wieder. Sicher, okay. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.